Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen. Mani Beugmann und Frank Buschmann. Als Unparteiischer wird heute František Suchopček fungieren. Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Ja, tolle Chance. Harter Zweikampf. Jetzt greift er ihn an. Wesley Sneijder. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Dirk Kuyt. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Wesley Sneijder. Der könnte passen. Und er ist drin. Der hat gepasst. Der Mann ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Wesley Sneijder. Die Abwehr steht goldrichtig. Guck mal hin! Abseitsentscheidung korrekt. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Wesley Sneijder. Oh, hauchdünn vorbei. Jetzt zieht er ab und der Ball ist drin.
nochmal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann finden Sie auch die Lücke. Wesley Sneijder. Wesley Sneijder. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits. Ob das die richtige Entscheidung war? Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Also die Chance hat er vertan. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Arjen Robben im Ballbesitz. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Ich habe ehrlich gesagt schon länger darauf gewartet. Jetzt kommen zwei frische Kräfte. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen. Jetzt muss sich die Lücke auftun. Robben! Oh! Die Mannschaftskameraden sind auch nicht gut drauf, aber unser Torwart, der schießt hier den Vogel an. Verunsicherung pur und ich glaube, der gute Mann wird den Abpfiff herbeisehnen. Gegen Arjen Robben musst du drauf, den musst du bei der Ballannahme stören. Das geschieht hier nicht und wird bitter bestraft. Super Flanke! Die Abwehr steht sicher, fängt die Flanke ab. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Ein Ball, zwei Spieler. Wer kriegt ihn? Tja, wieder. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslungen.
Das muss man mal deutlich sagen. Der Trainer hat bislang alles richtig gemacht. Wir hoffen, dass er... Oh, die Flanke. Naja, immerhin mal ein Tor. Aber sie liegen natürlich immer noch deutlich zurück. Ich meine, wir beide sind ja die Riesenexperten. Aber mit dem Tor haben wir wirklich nicht gerechnet. Nee, aber das nennt man dann wohl effizientes Chancen ausnutzen, was wir hier gesehen haben. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt. Ein super Kopfball. Und jetzt Robin van Persie. So sieht das der Trainer gern. Er hüpft wie ein Keck. Jetzt könnte es klappen. Toll, wie er das macht. Und Wesley Sneijder. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Wesley Sneijder. Ein Pass wie eine Beethoven-Sonate. Oh, der Fußballpoet, aber es war wirklich ein Herz. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Auch so kann man sich befreien. Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Können Sie die Flanke verwerten? Die Flanke bringt nicht den gewünschten Erfolg. Und jetzt! Da wird zum Eckball geklärt. Viele haben drauf gewartet, viele werden ihn verfluchen, den Pfiff des Schiedsrichters, der dieses Spiel beendet.